Also herzlich willkommen zur letzten Kopfmachen-Kopf-Veranstaltung bei der heutigen Konferenz, bevor es mit Kultur weitergeht. Das hier ist der Presseclub und ich bin nicht Franz Alt, der hier eigentlich in dieser Journalistinnen- und Journalistenrunde sitzen sollte. Franz Alt ist leider ernsthaft erkrankt. Jetzt habe ich das kurzfristig übernommen. Mein Name ist Monika Lege, ich bin Verkehrsreferentin in der Hamburger Pressestelle von Robin Hood. Wäre der Rahmen nicht so groß, würde ich diese Aufgabe mit sehr großer Wonne wahrnehmen, weil normalerweise werde ich immer von Journalisten befragt. Robin Hood übernimmt ja auch gerne mal die Rolle der Krawallschachtel in Protestbewegungen und ich finde es wunderbar, mal in die Gegenrichtung fragen zu können. Und möchte Ihnen jetzt erstmal unsere Gäste vorstellen. Da sitzt zu meiner Linken Hans-Werner Fittkau. Herr Fittkau ist gelernter Medienpädagoge nach Arbeiten für WDR, Vox, NTV und ZDF. Ist er seit 1997 beim Nachrichtensender Phoenix stellvertretender Redaktionsleiter heute und war als solcher der Mann vor Ort bei der Schlichtung im Herbst 2010. Daneben Arno Luik, unter anderem für Geo, Tagesspiegel und Abendzeitung gearbeitet und war auch ein Jahr bei der Taz. Seit 2000 ist er Autor beim Stern und veröffentlichte dort am 8. Juli 2010 einen im Wortsinn bahnbrechenden Artikel über Stuttgart 21 mit dem Titel Ab in die Grube. Und es gab eine insgesamt sechsteilige Serie von Enthüllungsdokumenten. Das war eben das erste. Da ging es um ein Gutachten von SMA für das Land Baden-Württemberg, was bisher vom Innenministerium unter Verschluss gehalten wurde. Dann sitzt auf der rechten Seite, den Stuttgarterinnen hier sicher besser bekannt, Johanna Henkel-Waldhofer. Sie kam 1980 nach Stuttgart und hat anfangs meiner Kenntnis nach bei der Lokalredaktion der Stuttgarter Nachrichten gearbeitet und berichten als landespolitische Korrespondentin für das Badische Tagblatt und weitere überregionale Tageszeitungen und den Staatsanzeiger und Kontext. Ja, entschuldigen Sie, ich vergesse, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, das liegt an meinem Job. Also Kontext natürlich, ein wichtiges Medienprojekt. Und 2011 veröffentlichten Sie nur wenige Wochen nach der Wahl von Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten zusammen mit Ihrem Mann ein Porträt von Winfried Kretschmann. So, und last but not least, Joe Bauer. Ich habe schon gesagt, als Hamburgerin finde ich es ausgesprochen wunderbar, ihn hier in Stuttgart vorzustellen. Aber für die zwei, drei oder doch ziemlich vielen Nicht-Stuttgarterinnen hier, Joe Bauer war lange Redakteur oder ist auch immer noch Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten. Jetzt Kolumnist, betreibt außerdem einen Flaneursalon und hat 2012, glaube ich, in einem Buchtitel Stuttgart und seine Bewohnerin bezeichnet als Im Kessel brummt der Bürger King und kann vielleicht, also Stuttgart aus der Innenansicht darstellen.
Gestern sagte Matthias Dietrich, dass das Thema Bahnreform oder Bahnpolitik in Deutschland ein relativ wenig beachtetes und wenig diskutiertes Thema ist. Der große Unterschied zur Schweiz ist einfach, also Matthias Dietrich als Schweizer, dass die Schweizer die Bahn als ihre Sache betrachten und dass es einen großen öffentlichen Diskurs in den Medien und unter den Bürgern über die Bahn gibt. Also es geht nicht nur um die Volksentscheide der Schweiz, sondern auch darum, die Bahn zur eigenen Sache zu machen. Und deswegen ist der Schwerpunkt hier heute in dem Presseclub Bahnreform Stuttgart 21, Medien und Lobbys. Wie kann es gelingen, die Räder auf die Bahn zu bringen, die Bahn zu einem großen öffentlichen Thema zu machen, dass die Verkehrswende ähnlichen Sprengstoff bekommt wie die Energiewende und nicht das Thema von ein paar Liegeradfahrern oder sonst wie seltsam veranlagten Menschen ist. Verkehrspolitik ist immer auch ein Kampf um die Köpfe, um Meinung, Wissen, vermeintliches Wissen. Der Stuttgarter Bahnhof hat da eine ganz erstaunliche mediale Karriere gemacht. Also im September 2009 sagte Angela Merkel in einer Regierungserklärung, das ist ein Projekt, das für die Zukunft unseres Landes wichtig ist. Und zwei Wochen später gingen die Bilder vom Schwarzen Donnerstag um die Welt. Dann folgte der Dreischritt Schlichtung, Stresstest, Volksentscheid und das Thema schrumpfte medial zusammen in auch ein landespolitisches, manchmal nur noch lokalpolitisches Thema. Wenn ich in Hamburg sage, ich organisiere eine Konferenz, da geht es um Stuttgart 21, da ernte ich Unverständnis, manchmal auch Mitleid, so wie das ist doch schon alles durch, so wen interessiert das denn noch? Phoenix hat die Schlichtung komplett übertragen. Das war damals ein echtes mediales Ereignis oder auch eine große Überraschung. Es haben unglaublich viele Leute gesehen, da hat niemand mit gerechnet, dass so ein Format plötzlich so viele Menschen zieht. Im Gegenzug ist jetzt 20 Jahre Bahnreform ein absolutes Nicht-Ereignis. Auch die Bahn hält es ganz klein, es gibt nur wenig Beiträge dazu. Ich würde Sie gerne fragen, wie erklären Sie sich diese Themenkonjunktur? Ja, Stuttgart. Funktioniert das? Ja, Stuttgart 21 war ja ein Phänomen, um es mal so zu formulieren. Gerade für mich hatten wir auch keine Ahnung vom Thema. Wir sind ja bei Phoenix, der Sendezentrale von Phoenix. Sitzt in Bonn, wir sind da quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Die Schlichtung zu übertragen, was ja auch für uns ein Experiment und durchaus ein Ereignis, ein Erlebnis war. Wir waren gar nicht sicher, dass es so viele Zuschauer finden würde. Das war ja auch ein gewisses Risiko. Wer hört sich schon freiwillig 8 Stunden, Herr Conradi sitzt da in der ersten Reihe, wer hört sich schon freiwillig 8 Stunden, also so eine Form an, das war auch für uns ein enormes Risiko, muss man klar sagen. Dass es so auf so viel Interesse stößt, ist sicher mit diesem schwarzen Tag hier in Verbindung zu bringen. Es waren unglaubliche Bilder, die da um die Welt gegangen sind von dem armen Menschen, der da fast sein gesamtes Augenlicht verloren hat. Und jeder wollte wissen, was ist da los? Was ist das da in Stuttgart? Und, weil das ist ja, ich glaube, jetzt über Baden-Württemberg hinaus damals noch gar nicht so bekannt gewesen, welcher Diskurs hier geführt worden ist. Wir sind da, vielleicht ist das ganz spannend, vielleicht für Sie als Stuttgarter zu hören und gar nicht so sehr diese akademische Frage zwischen Wolf, Rücktritt, Ukraine-Krise und so, das ist das ständige tägliche Medienschiff, was wir betreiben und da kommt dann Stuttgart 21 nach Fukushima, glaube ich, war es nach Fukushima, es war vor Fukushima, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil alle 3 Wochen ist es eine andere Weltkrise, eine andere Krise, die einen beschäftigt. Stuttgart 21 hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, weil die Menschen außerhalb von Baden-Württemberg oder außerhalb der Region wissen wollen, was hier los ist. So viel Unruhe, so viel Trouble auf der Straße, so viel Ärger, so viel Hartnäckigkeit,
das hat die Leute interessiert und das wollten die Leute ja nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus ja teilweise wissen, was ist da los. Und dann hat Stuttgart 21 hat die Schlichtung, und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Verdienst von Heiner Geißler, eine Form gefunden. Das höre ich gerne, Widerspruch kann ich immer gerne. Dann Heiner Geißler und natürlich den überaus kompetenten Menschen auf beiden Seiten, die es da geäußert haben, eine Form gefunden. Bahnpolitik transparent zu machen, das war super interessant. Und zwar nicht nur für Leute, die sich für Spurgrößen und Ähnliches interessieren und die Abstände bei der Taktung von Zugzeiten, also wie schnell und wie häufig Züge in Bahnhöfen einfahren können, sondern auch darüber hinaus. Und das war ein unglaublich spannendes Erlebnis. Wie es alle ausgegangen ist, ich nehme an, die meisten von Ihnen haben das ja gesehen im Netz oder bei uns oder beim Südwestrundfunk, das war, also fand ich für mich als Journalist unglaublich lehrreich. Und der ganze Prozess, der dann ja schlussendlich dazu geführt hat, dass über das Projekt bestimmt wurde, war ja auch stilbildend. Und ich glaube, es ist unglaublich, wird bis heute unglaublich viel rezipiert in der Wissenschaft, in der Politik. Großunternehmen lassen Studien in Auftrag geben, welche Lehren aus Stuttgart 21 zu ziehen sind. Auch, bitte? Politiker in Berlin machen sich Gedanken darüber, also wie man das, was hier an Kompetenz von den Bürgern eingebracht worden ist, wie man das nutzen kann für andere Projekte. Und so gesehen war das Ganze, glaube ich, ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage jetzt beantwortet, jedenfalls fand ich das bemerkenswert. Ich möchte Sie auch bitten, also ich möchte jedem unserer Gäste die Gelegenheit geben, einmal zu Anfang einen längeren Beitrag zu machen, und dann wird es sicherlich eine lebendige Diskussion geben, so, bei der sich nicht alle einig sind. Ja, Herr Luig, Sie haben quasi ganz konservativen Journalismus oder Journalismus wie früher gemacht, also den guten alten aufklärerischen Auftrag der Medien, Recherche, Investigation, das Wissen von wenigen, vielen zugänglich zu machen mit den Dokumenten, die Sie über Whistleblower oder wie auch immer in die Öffentlichkeit gebracht haben. Stuttgart 21 hatte mal den Slogan, das neue Herz Europas, und im Laufe dieser sehr fundierten Auseinandersetzung wurde daraus die guten Argumente überwiegen. In der Politik geht es ja bekanntlich nicht nur um den Kopf, sondern es geht auch oft sehr viel wirkungsmächtiger um Herz, Bauch und bei Wahlen auch mal um andere Körperteile. Über Sie wurde mal gesagt, Sie hätten Stuttgart 21 hochgeschrieben, vom regionalen Thema zum bundespolitisch bedeutsamen Brennpunkt, wann, genau wie Herr Fittkau gerade sagte, wenn heute über Großprojekte, Bürgerbeteiligung gesprochen wird, kommt man um Stuttgart 21 nicht mehr herum. Ob sich am Ergebnis so viel ändert, sei offen gelassen. Dies in diesem sehr bürgerlichen Gestus oder diesem aufklärerischen Journalismus. Was halten Sie von dem Medienphänomen oder tatsächlichen Phänomen, ich stelle ja keine Suggestivfragen, der Wutbürger? Guten Abend. Sie wissen, dass Sie den Medienwelt als ein Konservativer eingeschätzt. Das freut mich. Aufklärerischer Journalismus. Und konservativ, ob das immer zusammengeht, das weiß ich nicht. Und nochmal guten Abend. Ich sage nur eins, vom VfB lernen heißt Siegen lernen. Und so soll es mit S21 auch sein. Und der VfB war das letzte Jahr, da haben sie nur zu Ende gemacht und die anderen haben verloren. Also vom VfB lernen heißt oben bleiben. In diesem Sinne nochmals guten Abend, und jetzt zu der Frage gestellt wurde, konservativ und aufklärend. Das, was ich damals gemacht habe im Stern und auf Stern.de, das war eigentlich das, denke ich, für das es den Journalismus gibt. Journalismus als vierte Gewalt. Journalismus, der die Mächtigen nicht nur streichelt und mit Wattebäuschen bewirft und auf Empfänge geht und zur Pressejahreskonferenz mal zwei, drei kritische Fragen stellt, sondern ein Journalismus, der hinter versucht, in die Kulissen zu gucken, der versucht, rauszukriegen, cui bono, wem nützt das eigentlich, was hier gebaut werden soll?
Und wer sich, und das hat mich sehr gewundert, jemals dieses Projekt angeschaut hat, Stuttgart 21, der müsste eigentlich, sofern er einen gesunden Menschenverstand hat, draufkommen, dass 8 Gleise unter der Erde nicht so gut sein können wie 17 Gleise unter der Erde. Und wenn man noch weiß, wenn man das genau anschaut und dann sieht, wie absurd dieser Bahnhof ist, ich weiß nur mal als Beispiel, die Gleisneigung, die Enge auf den Bahnsteigen, dann staunt man schon, warum, und das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen, warum die Kollegen nicht genau hingeguckt haben, was hier vor ihren Augen gebaut wird, was hier vor ihren Augen gemacht wird. Dass hier im Grunde ein Raubbau gemacht wird an allem, was Bahnfahren bedeutet, Beweglichkeit bedeutet, Sicherheit bedeutet, an der Sinnhaftigkeit. Das ist ein Raubbau der Sinnhaftigkeit gemacht. Und da habe ich schon gestaunt. Und in Vorbereitung für diesen Abend habe ich mal in die Archive geguckt und die ersten projektiven Artikel über Stuttgart 21, oder das, die genannten Tiefbau, die Tieferlegung, kamen in den späten 80er Jahren. Die hatten das in London entdeckt, die Idee, die Bahnhöfe zu versenken. Die Londoner haben es dann gelassen, die haben dort unten auch Bahnhöfe renoviert. Fahren Sie mal nach unten, dann sehen Sie die schönsten Bahnhöfe Europas, oberirdisch. Aber hier im Fall in der Presse wurde das alle Artikel von 89 bis im Grunde in die späten 2000er Jahre hinein, fast alle Artikel waren positiv, von einer Naivität getragen, die absolut ich sensationell finde. Und ich fand es auch wundersam, wie eigentlich kritische Journalisten die Sprache der Politik, der Wirtschaft übernahmen, wie sie sich benehmen ließen durch Begriffe wie Moderne, Magistrale, Effizienz, Zukunft und all diese Begriffe, die übernommen wurden und wie die dann versucht wurden, in die Köpfe der Bürger und Bürgerinnen hier reinzuhängen. Gott sei Dank waren große Teile der Bürger und Bürgerinnen hier nach einiger Zeit nicht mehr bereit, diese Wortkaskaden der Lügen hinzunehmen und selber nachzuhaken. Und da war das natürlich ein großes Glück, als ich die Möglichkeit hatte, an Dokumente ranzukommen. Das war eine ganze Serie von Dokumenten, die zeigen, dass intern an der Sinnhaftigkeit dieses Projekts massiv gezweifelt wurde. Und das ist, glaube ich, auch das, was dem Widerstand, den Bürgern, die gegen S21 sind, gar nicht letztendlich so klar ist oder klar war. Die Treiber von diesem Projekt, denen war immer klar, dass sie Unsinn machen. Und sie machen es trotzdem. Und das ist das Gefährliche, dass die Betreiber das machen und es durchsetzen können. Und S21 ist tatsächlich für mich so eine Chiffre für die ganze Bahnreform. 94 begonnen, 94 Bahnreform. Und wenn man es etwas zuspitzt, könnte man sagen, S21 ist eine Folie für die Bahnreform. Etwas im Klartext, etwas klarer ausgedrückt ist, das meine ich. Man ist so toll dreist von Seiten der Wirtschaft und Politik, einen der bestfunktionierenden Bahnhöfe Europas zu zerschlagen, den Bürgern etwas im Untergrund anzudrehen, den Bürgern das zu verkaufen als besser, fortschrittlich, Zukunft, die Bürger dafür zahlen zu lassen und dafür zahlen zu lassen, dass sie in Zukunft weniger Service haben werden. Gestern war eine Meldung, oder vorgestern war eine Meldung in der Südwestpresse. Ist ja gewiss keine fortschrittliche Zeitung, sondern eher eine konservative Zeitung. Und in der Südwestpresse war eine Meldung, dass die Feinstaubbelastung hier zunimmt. Die Feinstaubbelastung unerträglich ist, dass mit dem Tempo 30 nach dem Tempo 40 der grüne Bürgermeister, der hat auch nichts zur Verhinderung von S21, überlegt, eine City-Maut, eine großartige Idee, gleichzeitig mit hier in der Stadt, der Bahnhof platt gemacht. Es wird dort ein riesiger Parkplatz entstehen, mit 1600 Parkplätzen. S21 sorgt dafür, dass noch mehr Verkehr in die Stadt kommt, dass diese ganze Diskussion um Feinstaub alles nur Larifari ist. Die könnten das beenden, diese ganze Diskussion, wenn sie diesen Bahnhof stehen lassen. Dann muss man denken, in den nächsten 10 Jahren fahren hier tausende von LKWs, so denn der S21 kommt, durch die Gegend. Diese LKWs werden den Feinstaub Feinstaubbelastung in Stuttgart sicherlich nicht entlasten. All das geschieht unter den Augen. Und manchmal staune ich, wie duldsam der Bürger ist,
Duldsam der Bürger ist. Ich habe eine Zeit im Gespräch. Mit Bahnmanager in Berlin und da sagten die zu mir, glauben Sie doch nicht, wenn ein grüner OB, ein grüner Ministerpräsident, ein grüner Verkehrsminister gegen das Projekt wäre, dass wir das hier durchsetzen würden. So, unhandlich. Übersetzen, dass das mediale Phänomen des Wutbürgers ein bisschen eine Reaktion auf die Scheinrationalität dieses Projektes, die im Wenn ich ganz Wahnsinn unterbrechen ist. Dürfte, der Begriff Wutbürger, ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen das. Diesen Begriff Wutbürger, das ist ein Begriff. Wutbürger. Gegen diesen Begriff wehre ich mich. Gegen Wutbürger, Wutbürger wehre ich mich. Vehement. Dieser Begriff dient dazu, Bürgern, die sich bewusst auseinandersetzen mit dem, was in ihrer Heimat geschieht, was vor Ort geschieht, zu diffamieren. Für mich sind diese Wutbürger keine Wutbürger, sondern Wutbürger. Politik, dass er plötzlich, dass die Politik und die Wirtschaft plötzlich jetzt mit Bürgern zu tun haben, die wissen, was mit ihnen geschieht. Und solche Bürger werden lästig. Und weil die lästig werden, muss man sie diffamieren. Und deswegen akzeptieren sie diesen Begriff als Wutbürger als ein Auszeichen und wissen aber, dass sie Wutbürger sind. Wutbürger rennt sowieso. Frau Henkel-Weidhofer, ich wende mich an Sie als dieses erstaunliche Phänomen in den überregionalen Medien nach dem schwarzen Donnerstag, riesige mediale Aufmerksamkeit, jetzt schon geschildert, dann dieser Dreischritt Schlichtung, Stresstest, Volksentscheid und das Thema ist überregional weitgehend draußen. Nun ist es ja so, dass sich in der Sache nicht so viel geändert hat, beziehungsweise nur ein Jahr nach dem Volksentscheid, als Grube noch hoch und heilig geschworen hat, 4,5 Milliarden, das ist die Sollbruchstelle, das ist die Schmerzgrenze, das ist die Basis für alles, darüber geht es nicht. Und nur ein Jahr später kommt diese Kostensteigerung um mehr als 50% auf 6,8 Milliarden und es herrscht verglichen mit dem schwarzen Donnerstag oder dem Sommer 2010 weitgehend Schweigen im Blätterwald. Das andere ist, der andere große Skandal, eigentlich aus meiner Wahrnehmung, damals im August, September 2010 vor dem Schwarzen Donnerstag, 5 Tage vor dem Schwarzen Donnerstag, hat Mappus, der damalige MP, gegenüber dem Fokus gesagt, dass die Gewaltbereitschaft und Aggression bei den Berufsdemonstranten von unter anderem von Robin Wood im Schlossgarten zunehme. Am Morgen des 30. September haben die ihm deswegen eine Unterlassungsklage zugestellt. Inzwischen ist aus den internen Dokumenten rausgekommen, also jeder Verschwörungstheoretiker damals hätte noch daneben gelegen, also interne Dokumente brachten zutage, dass eine Ministerin an den Ministerpräsidenten schreibt, bis zum 1.10. ist das mit den Bäumen erledigt und er antwortet mit Supi, Dankeschön, dass der Ministerpräsident an die Exekutive, an den Polizeichef die Erwartung offensives Vorgehens gegen Baumbesetzer, dass das aktenkundig geworden ist. Also das alles, was wir damals nur als Vermutung äußern konnten, dass an Medienhetze vorbereitet wurde, dass der Polizeieinsatz politisch gesteuert war und so weiter, dass dafür später Beweise auftauchen. Trotzdem führt das zwar hier zu einem Untersuchungsausschuss, aber außerhalb Baden-Württembergs interessiert das nicht viel. Und ich frage mich,
Also unsere Pressesprecherin sagt immer, wir müssen den Hund einbetonieren oder irgendeinen anderen Tabubruch begehen, damit Nachrichten in die Öffentlichkeit kommen. Ich frage mich, was muss passieren, damit Stuttgart 21 und diese Neubaustrecke wieder aus der Lokalecke rauskommen? Fragen für Fragen. Später werden die Fragen nicht mehr so lang, das ist nur für den kontroversen Einstieg. Ich möchte ein bisschen ausholen und es kann jeder im Saal sich mal selber prüfen. Ich bin wahrscheinlich ist niemand im Raum, der da auch war. Ich bin Zeitzeugin, ich war auf der ersten Pressekonferenz. Ich beobachte, ich war auch im Archiv, Herr Leuk, ich beobachte dieses Projekt seit 1994. Und ganz viele landespolitische Kollegen und Kolleginnen versuchen, das zu problematisieren, versuchen, die Schwachstellen aufzuzeigen. Ich war auf der Pressekonferenz, auf der Rommel das Mineralwassergutachten dargestellt hat, vorgestellt hat, ist dann dargestellt worden in den Lokalteilen. Das kommt nicht gut weg, sie können alle in die Archive gehen. Und es gibt einen ganz langen Versuch, es gibt Dutzende Landtagsdebatten. Hat Sie das alles interessiert? Nein. Was heißt, Sie haben es nicht erfahren? Wir haben uns die Finger wund geschrieben. Ich könnte Ihnen Stapel liefern von landespolitischer und lokaler Berichterstattung. Natürlich war nicht alles dagegen. Ich sehe auch die beiden Stuttgarter Blätter. Ich sehe, dass das Verhältnis zum Projekt ein anderes wäre, wenn die Verleger ein anderes Verhältnis zu dem Projekt aufgebaut hätten. Es darf aber nicht kleingeredet werden, wie groß die Bereitschaft rund um den Schwarzen Donnerstag, weil Sie den angesprochen haben, auch vor der Schlichtung war zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung, mehr als in den Stuttgarter Nachrichten, sehr kritisch in großen, langen, ganzseitigen Serien, das kann man alles nachschauen im Archiv, das Projekt in seinen Schwachstellen sich anzuschauen. Und ich kann nur sagen, ich habe eine Broschüre mitgebracht, zum Beispiel aus dem Jahr 95. Ich war auf der Pressekonferenz und uns hat oft gefehlt. Ich weiß seit 95 oder seit 94, wie mein Verhältnis zu dem Projekt ist. Nur meine Gegnerschaft verstellt ja nicht den journalistischen Blick. Und ich sehe, dass in vielen Diskussionen Stuttgart 21 behandelt wurde als Phänomen, das ist ja eh durch, worüber regst du dich auf? Und dass das jetzt so zurückgespielt wird, da würde ich ja gerne mit Ihnen diskutieren, was ist, es wird eine Medienkampagne vorbereitet. Also wir sind keine Handlanger und vom SWR, der wirklich ganz kritisch Richter schön langsam. Der SWR hat mit Harald Kirchner einen ausgewiesenen Stuttgart 21-Kritiker, der in Gremiensitzungen über Jahre gebeutelt wurde, ob seiner Haltung gegen Stuttgart 21. Eda Markeli ist am Donnerstag, den 30.09. im Schlossgarten, berichtet live, wird gebasht von den Schwarzen bis zum geht nicht mehr, weil sie das macht. Die Berichterstattung ändert sich mit der Volksabstimmung. Das räume ich sofort ein. Im SWR gibt es einen Kurswechsel, sehen Sie total, aber ich will vielleicht zum Schluss dieses längeren Anfangs noch was zum Thema Volksabstimmung sagen, weil das auch biografisch ist. Mein erster großer nationaler demokratischer Akt war die Volksabstimmung in Österreich über die Atomkraft. 30.000 Stimmen haben entschieden, dass Österreich keine Atomkraftwerke baut. Es war eine Volksabstimmung, in der ohne Parteien gedacht wurde. Wir hätten SOS, den heutigen Wahlslogan, voll erfüllen können. Und diese Volksabstimmung ist über Jahre von der Atomlobby problematisiert worden. Und über Jahre ist immer wieder daran gerüttelt worden, dass das doch zu wenig ist, dass das nicht stimmt. Und mich hat dieses Erlebnis geprägt. Natürlich war viel auf dem Tisch oder in dem hier die Broschüre auch dabei, in dem Teil
genannt. Aber Sie werden viele landespolitische Zeitungen sehen, die das Projekt von Anfang an problematisiert haben. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz nachhaken mit dem Kern. Was muss passieren? Diese furchtbare Räumung, oft sind es auch spektakuläre Aktionen, oder was müsste passieren, damit Stuttgart 21 wieder ein Thema wird, was über die Region hinaus als bedeutsam in den Medien wahrgenommen wird? Gar nichts, Entschuldigung, gar nichts. Ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass Sie das so wahrnehmen. Ich stimme euch durch, gar nichts, das interessiert außerhalb von aber das Thema. Ich freue mich, dass Sie. Entschuldigung, was ich jetzt so dazwischen bin. Ich glaube, das ist ein ganz banaler Grund. Das ist das. Mir wird es auch schon reichen. Ich verstehe den ganzen. Ja, Sie haben später Gelegenheit. Jetzt hat Frau Weidmann das Wort. Wir haben uns doch gerade vor 10 Tagen auf einer Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das der Anspruch ist. Mich würde völlig befriedigen, wenn im Land jeder, der sich dafür interessieren kann, sich dafür interessiert und die Ausweitungen, die es gibt, die ganzen Immobiliengeschichten, die ganzen Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, verstehen, durchdringen und diskutieren würde. Ich brauche keine